Hallo, willkommen hier bei der Gartenbahner, die Serie. Heute werdet ihr sehen, wie wir diese offene Kartenmauer herstellen. Wir fertigen einmal unser Gipsmodell an, daraus wird dann unser Ohrmodell und dann letztendlich die erste Betongießung. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Und hier ist sie auch schon, unser Ohrmodell aus Gips von unserer neuen offenen Arkade mit der schönen Steinstruktur und einem großen offenen Bogen. Wir haben ja schon eine offene Arkade, das ist die dreiteilige hier. Und hier sieht man auch schon den Größenvergleich. Hier einmal eine schöne große Form. Und hier brauchen wir für unsere Negativform eine Stütze, damit das Silikon mindestens 1 cm von der Außenstruktur von dieser Gussform fließt und nicht den gesamten Raum einnimmt, weil das Silikon sehr teuer ist. Deswegen brauchen wir jetzt hier eine Innenstruktur und die fertigen wir uns mit unserem 3D-Drucker. Und für die Stützumrandung, was wir jetzt gleich benutzen, haben wir uns dieses 3D-Druckteil nun gedruckt. Das ist die eine Hälfte und die andere Hälfte liegt auch schon hier. Die soll dann für unseren Silikonabdruck einmal hier rangelegt werden und einmal hier rangelegt werden. Und das Mittelteil brauchen wir jetzt noch. Und da gehen wir auch gleich mal raus und probieren, ob diese zwei Hälften zu meiner neuen Gussform passen. Die kommen ja jetzt hier rein. Und warum haben wir das gemacht? Weil wenn hier später das Silikon reinkommt, brauche ich hier bei dieser schönen Struktur auch das Silikon, damit es diesen Abdruck macht. Und da brauchen wir ungefähr so 8 bis 10 mm Abstand. Und um dafür jetzt keine komplizierte Holzform zu bauen, haben wir das einfach auf unserem 3D-Drucker nun gedruckt. Und die Oberfläche ist schön glatt. Hat zwar 10 Stunden pro Teil gedauert, aber wir können diese zwei Schalen dann auch später für unseren Betonguss nutzen. Und ich überprüfe jetzt, ob der Abstand hier so passt. Wenn ja, messe ich jetzt hier das finale Maß aus. Dann konstruieren wir dieses ebenfalls noch in unserem 3D-Grafikprogramm und drucken das letzte Segmentstück auch noch. Und wenn das dann alles fertig ist, warten wir nur noch auf das Silikon. Das kommt dann hier rein und dann machen wir von diesem Ohrmodell unsere Negativgussform. Und ich habe das jetzt hier auch ausgemessen. Das letzte Zwischenteil muss genau 18,5 mm lang sein. Das konstruieren wir jetzt noch und schicken das ebenfalls auf den 3D-Drucker. Und das ist nun auch das Mittelteil. Das wird jetzt 10 Stunden lang gedruckt und das setzen wir nun ein. Schön mittig anordnen. Das wird natürlich dann alles noch verklebt und mit Silikon ausgestattet. Aber genau so soll es sein. Der Spalt hier hinten beträgt ungefähr 1 cm. Dieser ist ringsumlaufend, wo dann das Silikon schön hier in den Spalt reinfließen kann und die Kontur
dieser Arcade annehmen kann. Und jetzt habe ich auch die drei Segmente festgeklebt. Das kann ich jetzt hier so im Gesamten rausnehmen. Das klebe ich jetzt hier unten noch mit Silikon fest, dass auch das noch abgedichtet wird zu dieser Holzform. Und dann kann auch schon das Silikon hier rein. Nun starte ich mit dem Gießen. Ich habe jetzt hier schon einen großen Lerneimer und mein Silikon. Dieses Poelastomer mit einem Härter, das verrühre ich jetzt einmal gemeinsam hier drin. Dann kommt diese Masse noch einmal hier rein. Dann verrühre ich das auch nochmal, damit alles schön homogenisiert wird. Und dann kommt es hier rein. Und als Rührstab habe ich hier meinen ganz normalen Akkuschrauber mit dem Quirlstab vorne dran. Ich bereite jetzt hier nur noch mal alles vor, weil es kann manchmal sein, dass es eine schlierige Angelegenheit wird. Und damit der Boden sauber bleibt, breite ich jetzt hier ein altes Tuch aus. Nochmal schauen, dass hier keine Steinchen oder Sachen dran sind, die jetzt meine Oberfläche verunreinigen, wie zum Beispiel jetzt hier ein kleines Stückchen. Genau, fertig ist es. Und sollte ein Eimer sind 5 Kilogramm, sollte ein Eimer jetzt hier nicht genügen, habe ich als Sicherheit noch einen zweiten. Zwei Eimer, zwei Behälter. In dem einen ist der Härter. Und der Härter wird jetzt in das Poelastomer hineingerührt. Und das zusammen kommt dann in den großen Eimer und wird noch einmal verrührt, damit halt wirklich der untere Boden, der jetzt festgesetzt ist, vollkommen und ordentlich durchmischt wird. Das geht immer schwer. Ach Gott. Ach, das sind ja wie die Wasserflaschen. Nochmal. Oh Gott. Okay, wir müssen es verschieben. Nee. Ja. Eine Stunde später. Und jetzt wird das ganze Gesamte noch einmal umgerührt. Und jetzt kommt das Große. Jetzt wird das Poelastomer in meine Gussform geschüttet.
noch nicht ganz, also rühre ich fix noch das andere an. So, und fertig gegossen. Das lasse ich jetzt 2-3 Tage aushärten und danach kann die erste Probegießung mit Beton erfolgen. So, und nun haben wir 2 Tage gewartet. Das sieht zwar noch etwas wüst aus, aber das Silikon ist trocken. Und nun kann ich auch anfangen, die Gussform hier auseinanderzunehmen. Das ist sie nun, die Negativgussform von unserer neuen Arkaden oder auch als zweiteiliges Tunnelportal zu verwenden. Einmal die Stütze, das ist das Urmodell aus Gips, davon der Abdruck mit dem Silikon. Und nun baue ich aus dem Holz, was ich hier jetzt auch schon verwendet habe, meine neue Verschalung. Und wir machen unsere erste Betongießung. Die erste Betonschicht ist schon drin. Das werden wir jetzt noch verdichten, damit keine Luftblasen mehr drin sind. Und dann kommt noch die Armierung rein. Und dann die zweite Schicht Beton. Der Beton war jetzt 3 Tage lang in der Gussform. Und nun kann ich ihn wieder auseinandernehmen.
Und so schaut es nun auch nochmal aus. Das ist die Negativform vom fertigen Produkt. Unsere neue offene Arkadenwand. Und diese Arkade soll dann letztendlich einmal hier und einmal hier hin. Den gesamten Berg hier tragen wir ab und stellen dann zwei von diesen neun großen offenen Arkaden hier hin, damit man sehen kann, wie der Wagen oder wie der Zug hier durchfahren kann. Und diese Arkadenmauer hat halt den Vorteil, dass auch die seitliche Wand auch eine Steinstruktur hat. Somit kann diese Arkadenmauer auch prima als Endstück verwendet werden. Unsere normalen Arkadenmauern sind hier vollkommen glatt und dann hat man halt immer eine Sichtstelle, die keine Steinstruktur hat. Deswegen haben wir uns überlegt, bei dieser machen wir es anders. Und wenn ihr mehrere hintereinander aufstellen wollt, auch kein Problem. Die Wand ist so gerade, das fällt dann nicht auf, wenn eine zweite Arkadenmauer hier daneben angesetzt wird. Und von dieser Arkade hier wird es dann zwei Ausführungen geben. Einmal diese hier, die offene, und einmal eine vollkommen geschlossene Arkadenmauer. Doch wie wir diese dann anbauen, das seht ihr dann in einer nächsten Folge. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.